Yo Freunde, willkommen zu einem neuen One Piece Format von mir und Raffi. Dieses Format ist von Sakajin inspiriert, deswegen findet ihr auch seinen Kanal in der Beschreibung. Und in diesem Format geht es darum, dass wir den Gegenüber drei Fragen stellen zu One Piece, die er nicht kennt. Und dann gehen wir halt auf diese Fragen kurz ein und thematisieren das Ganze dann kurz. Und ihr werdet schon im Laufe des Videos merken, worum es da im Grunde geht. Und ich würde sagen, möchtest du mal anfangen? Hallo erstmal. Ja, und zwar die erste Frage, ein bisschen unspektakulär, aber trotzdem. Glaubst du, dass Law seine Crew verstärken wird mit anderen Leuten oder denkst du, dass er weiter so dieser Einzelkämpfer bleiben wird? Schwierig. Also ich denke schon, dass Law in gewisser Weise noch Zuwachs bekommt. Vielleicht hat Beppo jemand bei den Minks oder so, mit denen er sich gut versteht und den er dann vielleicht mitnimmt. Aber ich denke nicht, dass Laws Crew an sich nochmal groß thematisiert wird. Also ich persönlich glaube nicht, dass die Crew noch eine wirklich richtige Verstärkung bekommt. Ja, ich denke auch, dass es nicht so sein wird. Wobei ich das ziemlich schade finde, da Law gerade ein richtig gutes Verständnis von strategischen Sachen hat und so. Ich finde, man wirft diesen Charakter ein bisschen weg, wenn er halt keine Crew bekommen oder eine größere Crew bekommen würde, aber irgendwie passt es auch nicht wirklich für Law. Aber man muss einfach sagen, er hat sogar von den Rookies die schwächste Crew. Ich würde sogar sagen, dass Jerry Bonnies Crew stärker ist als die von Law, weil er hat diesen Gefängnistypen, glaube ich, also der halt was Sabo Odi versteigert wurde, irgendwie sowas, Beppo, und das war es auch schon, weil der Rest ist einfach Ärzte und er braucht auch keine Ärzte, weil er hat die Operationsfrucht, er kann alles machen, was er möchte, deswegen. Ja, eigentlich schade, hoffen wir mal, dass da vielleicht irgendwas in der Art kommen würde. Ja, ich denke auch. Also in gewisser Weise ist seine Crew wirklich schwach, aber da muss man mal gucken. Okay, kommen wir zu meiner Frage. Glaubst du, dass ein Gear 5 von Ruffy ausgepackt wird oder dass er Gear 4 einfach weiter ausbaut? Also ich persönlich bin ein riesen Fan von der Theorie, dass Gear 4 mehrere Formen hat, weil wir haben Gear 2 gesehen, wir haben Gear 3 gesehen, aber das hieß halt Gear 2 und Gear 3. Bei Gear 4 war es so, dass es Gear 4 Boundman bzw. Bounceman hieß. Deswegen fände ich persönlich es richtig geil, wenn wir noch verschiedene Formen sehen würden. Gear 4, vielleicht sowas wie ein Leopard oder irgendwie sowas in der Art. Weil Ruffy hat ja auch selbst gesagt, diese drei großen Tiere auf der Insel waren halt da. Ich weiß nicht, ob da ein Gorilla darunter war, weil Bounceman ist ja vielleicht so ein bisschen vom Gorilla inspiriert. Mhm. Ich fände es auf jeden Fall ziemlich cool, wenn da so mehrere Formen kommen würden. Aber Gear 5 kann ich mir auch richtig geil vorstellen, aber von der Epicness. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was das denn genau sein soll. Ja, das ist echt eine schwierige Vorstellung. Aber man muss natürlich auch sagen, bei Gear 4 und so war es ja auch nicht anders. Also man hatte auch keinen Anhaltspunkt so lange, bis es dann passiert ist in dem Sinne. Und dann weiß man natürlich, worum es geht. Aber ich hoffe auch, Gear 4 hat noch einige Ausbaustufen, gerade so Bounceman und King Kong Gun. Und dementsprechend denke ich, dass es da auch noch Formen gibt. Okay, war auch wieder relativ kurz. Vielleicht ist das nächste Jahr ein bisschen länger. Und zwar, glaubst du, dass Sanji vielleicht Rüstungshaki hat? Ja, safe. Hundertprozentig. Also da bin ich fest von überzeugt. Ich denke, wo Ruffy gesagt hat, dass er, Zoro und Sanji über Haki-Kräfte verfügen, denke ich, dass Sanji auf jeden Fall Rüstungshaki hat. Ja gut, dann nochmal darauf einzugehen. Glaubst du, das habe ich auch mal mit dir besprochen, glaube ich, dass Sanji seine Flammen, wie auch immer der das macht, mit seinem Haki halt verbinden könnte und dann diese schwarzen Flammen erzeugen könnte oder irgendwie sowas in der Art, so ein Power-Up, oder kannst du dir irgendwas anderes darunter vorstellen? Ja, ich kann mir schon vorstellen, so ein, der ja auch Schwarzfuß heißt, wäre eigentlich schon ganz cool, so eine Feuer-Haki-Technik, muss man dann auf die Umsetzung achten. Allerdings kann ich mir schon was vorstellen, dass er auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Technik ausbaut, die auch mit Rüstungshaki zu tun hat. Kann ich mir gut vorstellen. Momentan ist er einfach richtig schwach, aber soll ja anscheinend das Jahr von Sanji werden, oder wir gehen mal alle davon aus, deswegen vielleicht kommt da noch irgendwie sowas in der Art. Genau. Na gut, kommen wir zu meiner Frage, und zwar, wer ist deiner Meinung nach der erste Kaiser, der als erstes fällt? Also der Kaiser, der als erstes fällt. Okay, das ist schwierig. Also ich denke, je nachdem wie Oda tickt, könnte er Shanks als erstes durch Kid fallen lassen. Kaido können wir komplett ausschließen, weil Kaido wird noch ziemlich lange da sein, da ich persönlich denke, dass Kaido vielleicht so ein kleiner Schlüssel sein könnte, um diesen großen Krieg anzuzetteln. Dann haben wir natürlich noch Blackbeard, aber Blackbeard scheint auch nicht einer zu sein, der jetzt früher down geht, weil er auch dieses Endgegner-Potenzial hat, und Big Mom ist ja so die Frage. Ich habe auch eine Theorie gesehen, dass halt Caesar, Capone und Sanji sich zusammentun sozusagen und Big Mom vergiften wollen, weil das mit Caesar gerade richtig gut möglich wäre, und Capone könnte vielleicht dadurch noch mehr Tiefe bekommen, weil im letzten Kapitel haben wir gesehen, Capone scheint doch nicht so blöd oder dumm oder useless zu sein, wie wir dachten. Deswegen, so ein Move fände ich richtig cool. Dadurch würde Big Mom als erstes fallen, aber auf jeden Fall Big Mom oder halt Shanks, je nachdem, was Oda jetzt plant. Ja, ich denke aber, jeder Kaiser hat so eine gewisse Chance darauf, außer Blackbeard, da glaube ich es irgendwie nicht, weil Whitebeard war ja auch so der stärkste Mann und der ist auch gefallen, und
Ich glaube wirklich schon, dass jeder so ein gewisses Potenzial hat, was ich mir auch vorstellen kann, dass zwei Kaiser parallel fallen. Weißt du, wenn man dann wirklich so den Konkurrenzkampf zwischen Ruffy und Kid so thematisiert, stell dir mal vor, so man sieht so Kid kämpft gegen den Kaiser und Ruffy auch und dann fallen die so beide. Wenn er das machen würde, wäre das auf jeden Fall ein riesengroßes Zeichen dafür, dass er sowas sagt wie Leute, die neue Generation wird übernehmen und dass die Rookies auch viel wichtiger werden. Ich finde das persönlich auch ein ganz guter Gedanke. Zwei Kaiser, wenn die gleichzeitig fallen würden, dann würde One Piece, also die Welt an sich, sich komplett ändern. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was im Marinehauptquartier dann los sein wird, wenn die hören, dass Big Mom und auch Shanks gefallen sind. Das wäre auf jeden Fall so krass. Und dass dann zwei neue Kaiser da sind, wäre auch richtig heftig. Also, keine Ahnung, ich finde die Vorstellung an sich gerade richtig krass. Ja, das wäre übelst Hammer. Vor allen Dingen, wenn dann Ruffy wirklich den Status eines Kaisers hat und man würde davon ausgehen, vielleicht ist Shanks nicht der Kaiser, der jetzt direkt fällt, dann wären ja beide so auf denselben Status, weißt du? Ob da so ein Treffen vielleicht so drinne wäre, wäre dann natürlich auch übel geil. Das würde aber richtig gut passen. Gehen wir mal davon aus, dass Kid Shanks tötet und vorab nochmal gesagt, Leute, weil ich das sehr oft unter Kommentaren bei meinen Videos gesehen habe, man wird nicht Kaiser, wenn man es möchte, man wird Kaiser, wenn man Kaiser wird. Hört sich zwar dumm an, aber es ist so. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, da Ruffy ja schon Big Mom ziemlich krass herausgefordert hat, dass er nach diesem Ereignis, wenn Kid halt Shanks tötet mit seiner Allianz und Ruffy halt Big Mom, dass Ruffy halt Kid öffentlich herausfordert und wirklich sagt, ich möchte diesen Kampf mit dir haben. Und dann hätten wir wieder einen richtig krassen Kampf, dann würde es wieder Schlag auf Schlag kommen und wir hätten diese 11 Jahre auch perfekt ausgeführt, weil halt der große Krieg noch kommt und dann halt Big Mom, Ruffy, Shanks, Kid und dann noch Shanks gegen Ruffy, das wäre nicht... Ja, schon gut 11 Jahre, würde ich fast schon sagen. Ja, das würde echt gut passen. Also auch so von der Synergy so zwischen den einzelnen Szenen und Kämpfen kann ich mir echt gut vorstellen. Passt. Okay, dann so viel dazu, würde ich sagen, ne? Wir machen sie mich mit einer Frage direkt mit den Rookies weiter. Und zwar, glaubst du, dass die Rookies, abgesehen jetzt von den Großen wie Kid, Law und Ruffy, wichtiger werden, sprich, dass sie immer mehr Screentime bekommen, weil wir auch gesehen haben, dass Capone jetzt aus dem Nichts kam und auf einmal ein ganz anderer Mensch ist von der Darstellung her? Ja, denke ich auf jeden Fall. Also ich glaube, Urush ist so eine andere Sache. Ich denke, der ist so ein bisschen abgegrast, beziehungsweise wird nur noch sehr wenig Screentime haben. Aber ich denke, Capone zum einen natürlich, aber auch X-Drake halte ich für sehr, sehr speziell. Und ich denke, auch der wird thematisiert, weil der hat so eine krasse Frucht und so. Ich denke, das kann man auch gut thematisieren. Und Jevly Bonnie hoffe ich ja auch in gewisser Weise. Ich denke, da geht es ihr genauso, dass sie in die Crew der Strohhüte kommt. Das wäre ja auch so ein Punkt, wo man sagen würde, die kriegt natürlich tonnenweise Screentime, wenn so ein Fall eintritt. Aber ich denke schon, dass viele der Rookies noch eine wichtige Rolle spielen. Und aber auch so in den ungefähren Gewicht wie Capone, also so als Assistent der Kaiser oder irgendwie sowas. Ich würde Urush tatsächlich nicht so wegstreichen, weil Urush, Capone und Jevly Bonnie waren immer die, die von dem allgemeinen Auge oder vom objektiven Auge immer die langweiligen waren. Und ganz ehrlich, welcher One Piece-Fan sagt dann jetzt noch, dass Capone eine Nullnummer ist? Ich meine, wie schon eben erwähnt, allein die Darstellung von ihm war einfach unglaublich, wie selbstbewusst er war, was er alles geplant hat und wie er halt aufgetreten ist, war einfach unglaublich. Deswegen denke ich, Urush könnte eine wichtige Rolle spielen. Jetzt nicht so krass in dem Ausmaß, aber ein wenig schon. Dann X-Drake halte ich auch für sehr, sehr interessant, einfach nur deshalb, weil er halt bei der Marine war, aber diesen ganzen Hass erfahren hat und deswegen die Seiten getauscht hat. Deswegen X-Drake unglaublich spannend, weil er auch bei Kaido wahrscheinlich ist. Irgendwas mit Ruffy vielleicht, könnte ich mir in Art vorstellen. Dann Basil Hawkins und Apu wird man noch sehen, ob die ein eigenes Ziel haben oder sowas in der Art. Jevly Bonnie natürlich einer meiner Lieblings-Rookies überhaupt. Aber was ich auch interessant finde, haben wir auch letztens drüber geredet, es wäre auch irgendwie cool für die Leute, die Game of Thrones kennen, wenn Oda es so machen würde, dass man immer mehr von den Rookies sieht, vielleicht mal 2-3 Kapitel über den, 2-3 Kapitel über den und so weiter und so fort. Damit hätten wir auch so eine längere Laufzeit. Ja, das wäre richtig geil, wenn man immer so wieder switcht. Natürlich muss das Hauptaugenmerk einfach auf den Strohhüten liegen. Das kann man inzwischen einfach nicht mehr ändern. Aber es wäre halt wirklich cool, so mal einfach so jede Facette zu sehen und man sieht so von ihnen so eine kleine Side-Story wenigstens. Dann würde man den Ganzen auch viel mehr verleihen. Natürlich hat man dann nicht so einen Überraschungsmoment, wie jetzt zum Beispiel Capone, aber man kann trotzdem sehr interessante Szenen dann damit darstellen. Also wäre auch eine coole Lösung. Dazu wollte ich auch noch sagen, ist es klar, ich glaube, du denkst auch so darüber, dass man halt Ruffys Abenteuer am meisten sehen möchte und auch das Hauptaugenmerk darauf liegen soll. Aber wir haben ja immer diese Kapitel zwischen ein Arc. Ich meine, die Kapitel von 790 war das bis 800, wo es halt ein bisschen abgedriftet ist, fand ich richtig geil. Das gab es ja auch bei One Piece sehr, sehr oft, auch vom Skype-Arc, vom Ines Lobby-Arc, glaube ich auch, dass man halt was von der Marine gesehen hat, von den 7 Samurai, von den Kaiser und so weiter. Diese Kapitel an sich sind richtig cool, aber
ab und zu mal zu sehen, was die anderen Rookies denn so treiben, fände ich persönlich richtig geil. Aber ich würde auch sagen, so viel zu diesem Thema jetzt. Ja, denke ich auch. Gut, dann komme ich zu meiner letzten Frage, denn ich war dran, oder? Nicht, dass ich gerade was verwechsel. Okay, was erhoffst du dir von der neuen Admiral in Bezug auf Person und Stärke? Okay, das ist eine gute Frage. Und zwar, Kizaru ist ja der Typ, den man nicht so wirklich einschätzen kann. Aber man weiß auf jeden Fall, er ist der Marine treu. Fujitora ist der Typ, der einfach nur bei der Marine ist, um sein Ziel zu erreichen. Ich denke auch, er könnte eventuell zu den Revos switchen, aber Green Bull ist so eine Sache. Ich denke, er könnte vielleicht so wie Akaino sein, also er ist voll hinter der Gerechtigkeit, diese absolute Gerechtigkeit. Er könnte auch so wie Kizaru sein, dass ihm alles egal ist, oder er könnte halt so eine ganz andere Person sein, die vielleicht ihre eigenen Ziele verfolgt oder sowas. Und man kann ihn nicht so wirklich einschätzen, aber ich hoffe wirklich, dass er einen sehr, sehr speziellen Charakter hat, bezogen darauf, wie die anderen Leute denn drauf sind. Ja, denke ich auch. Ich denke wirklich, der neue Admiral bringt einen ganz neuen Charakter mit ins Spiel, so in der Hinsicht. Er kam ja mit Fujitora gleichzeitig und die wurden ja so beide als Monster betitelt. Aber ich glaube, Green Bull tickt da so ganz anders, weil Fujitora ist ja auch so ein bisschen, ja, wie Kusan damals, also so einige Entscheidungen, die gegen die Marine laufen, aber letztendlich für das Richtige sind und die dementsprechend auch darauf hinauslaufen, dass man sich damit abfindet, die Marine zu verlassen. Fujitora hat ja auch selbst gesagt, ich entschuldige mich nicht so, dann passt das ja auch so von den Charakter, also Kusan und Fujitora und Kizaru ist sowieso sehr eigen und Akainu ist ja Großadmiral und ich fände es richtig geil, wenn man jetzt wieder so einen Charakter reinwirft, der auch so übel strategisch ist, aber auch so eine gewisse Coolness hat. So ein bisschen Sengoku, aber auch eine übelste Stärke wie Fujitora. Ich meine, Fujitora, diese Gravitationsfrucht mit den Meteoriten, das ist einfach übelst Hammer, also wenn man das sieht, so von der Stärke her. Und wenn er diese Stärke hat, aber auch so diese Gerissenheit von Sengoku, fände ich das mega. Ja, auf jeden Fall. Was ich noch sagen würde zu der Stärke, ich erhoffe mir sehr stark eine Zoan. Man kann jetzt nicht sagen, er hat eine Zoan, weil er Green Bull heißt, also grüner Bulle. Weil die Admiräle alle so heißen, halt blauer Fasan und dann auch gelber Affe und Akaino war, glaube ich, roter Hund oder so. Genau, genau. Was war dann Fujitora nochmal? Das weiß ich, glaube ich, gar nicht. Der war doch weißer Tiger? Leopard oder, ne? Weiß egal, ich gar nicht. Auf jeden Fall denke ich, dass er eine Logia hat. Aber die Flucht von Fujitora ist auch keine Logia, deshalb könnte es vielleicht so sein, dass Oda jetzt ein bisschen umdenkt, ein bisschen andere Sachen bringen würde und dann könnte man doch für eine Zoan tendieren, vielleicht eine antike oder mystische Zoan, irgendwie sowas wäre auf jeden Fall richtig geil. Einfach so einen Zoan-Typen zu haben als Admiral, fände ich auch eine gute Abwechslung, auch richtig cool an sich. Ja, das fände ich auch mega. Vor allen Dingen fände ich es richtig geil, wenn so jede Facette, so Marine, so die gewissen relevanten Piraten und so die Revos so Leute haben, die so eine gewisse Frucht haben, weißt du? Wenn man so Leute hat, die haben keine Frucht, so Zorro oder so, Mihawk und etc., so die aber trotzdem stark sind und Leute mit einer Zoan-Frucht, das finde ich einfach übelst Hammer, statt dann wie damals bei den Admirälen, obwohl es natürlich cool war, aber nur Logia-Früchte ist dann halt so ein bisschen so doof für die anderen Leute, sag ich mal, weißt du? Wenn man dann nur so die Buddha-Frucht hatte, wo man so sagt, yo, das ist auch krass, aber wenn, als der dann weggegangen ist, also Sengoku, muss man wirklich sagen, dass diese Thematik stark abgerutscht ist und deswegen erhoffe ich mir schon ein bisschen Abwechslung. Ich denke auch, Oda hat auch mit Fujitora so gezeigt, dass er gerade bei der Marine ein bisschen umdenkt, weil Fujitora ja wirklich ein ganz anderer Typ ist. Na klar, er ist ein bisschen so wie Kusan, aber an sich ist er halt ziemlich anders von seinen Zielen und so. Deswegen könnte sich das auch auf die Früchte projizieren, halt Fujitora hat die Paramecia, Kizaru hat immer noch die Logia und dann kommt halt die Zoan. Und das wird eine richtig krasse Zoan sein. Ob es dann wirklich ein Bulle ist, werden wir dann ja noch sehen. Aber sowas in der Art fände ich auf jeden Fall richtig cool. Ja, finde ich auch. Ich denke, damit haben wir alle Fragen ganz gut geklärt. Was haltet ihr davon? Schreibt es dazu auf jeden Fall mal in die Kommentare, damit wir da eure Meinungen haben. Und liked, wenn ihr dieses Format mögt. Wir wechseln uns jetzt immer ab. Also ich denke, so wird das eigentlich ganz gut verlaufen. Jetzt immer ein Part bei dir, ein Part bei mir. Und dann haben wir das. Ich wollte gerade sagen, gut, dass du daran denkst. Auf jeden Fall, der nächste Part in einer Woche wird dann bei mir auf dem Channel sein. Damit würde ich auch sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sind dann raus. Haut rein.